Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Notruf 112. Wir haben, wie immer, Montagmorgen 7 Uhr und harren der Einsätze, die da kommen mögen. Oder auch nicht kommen. Warten wir es mal ab. Ich hoffe ja doch, dass heute mal wieder was Interessantes ist. Ist ja ein bisschen immer so das Problem, dass sich einsatzmäßig nicht viel getan hat. Und es doch irgendwo jetzt langsam sich alles wieder, schon eine Weile sich alles irgendwie wiederholt. Deswegen werde ich, denke ich, auch Notruf 112 jetzt nicht mehr jeden zweiten Tag, sondern nur noch jeden vierten Tag bringen. Einfach auch, ja, einmal, es kommt nicht viel Neues im Moment. Ändert sich vielleicht mit dem nächsten Update und vor allen Dingen, ich muss oder möchte doch jetzt mal ein wenig die Anzahl der täglichen Videos reduzieren. Wir haben einen PKW-Brand. Da machen wir mal den W hatten wir noch nicht. So. Achtung, Brandschutz. PKW-Brand. Einsatz für da. LF24. Ja, wie gesagt, möchte ein bisschen die Anzahl mal reduzieren. Also für Videos am Tag sind auf Dauer dann doch ein wenig viel. Und da muss ich jetzt gucken, wie ich das ein wenig ausgedünnt kriege. Ganz einstampfen möchte ich Notruf 1 und 2 nicht. Ich spiele es eigentlich ganz gerne. Und wow, das war knapp. Und es kommt bei euch auch immer noch ganz gut an. Was war das? Ich habe nichts gemacht. Aber deswegen halt quasi halbiere ich die Frequenz. Das heißt, die nächste Folge käme dann nicht am Mittwoch, sondern sie kommt dann am Freitag. Ich glaube, unser Fahrer ist besoffen. Wo geht's denn jetzt ganz hin? Ah, da hinten ist die Polizei schon, sehr schön. So, da ist auch der brennende PKW. Drücke Return, machen wir. Und wir steigen mal aus. Gehe zur Schlauchhaspel. Jo, das schaffen wir. Geh nicht über los, begib dich direkt dorthin. So. Ja, er stellt sich an die Pumpe. Wir schauen mal, ob wir was tun müssen. Wow. Der spritzt ja mal gewaltig daneben. Scheint aber fertig zu sein, der Einsatz. Alles gelöscht. Dann machen wir die Schlauchhaspel wieder zurück. So. So. Hängt. Wir steigen wieder ein. Kurzer, schneller Einsatz. Zurück bleibt ein defektes Auto. Wenn man dem Spiel hier glauben darf, dann sollte es hier jetzt sich mal an die Radaufhängung von der linken, des linken Vorderrades sich mal näher mit beschäftigen. Die fallen nämlich reihenweise ab. Zumindest hier im Spiel. Ich bin ja mal gespannt, wo es jetzt lang geht. Haben wir eine Map? Nee. Wäre schon mal interessant, so einen Grundriss von dem Plan hier zu sehen.
ein Sportplatz, der auch brennen kann. Wäre ja mal interessant. Da ist die Kirche oder eine Kirche. Ich weiß gar nicht, wie viel es hier im Spiel gibt. Ist mal ein bisschen schwer, sich hier zu orientieren, weil vieles erst so kurzfristig aufploppt. Man meint, man fährt ins freie Feld und ist plötzlich hier mitten in der Stadt. Schon ein wenig kurios. Blinke die Blink, der vor uns will auch abbiegen. Oh, was hat denn der da an der Seite? Hat da jemand das Rad gegen gedrückt? Der das auf der Seite auch? Oh, das sehe ich nicht. So, weiter geht's. Ist grün. Hallo? Noch viel grüner wurde es nicht. Da hat jemand den Müll ausgeleert. So eine Schweinerei. Ah ja, die Straße kennen wir ja wieder. Da vorne dürfte nachher die Feuerwehrwache aufploppen. Und dann, genau, da ist schon unser grüner Teppich. Und flutsch, weg ist er. Und wieder rot. Und mal wieder rot. Wir hangeln uns von Ampel zu Ampel. Wäre schön, wenn man nochmal die Seilwinde oder so einsetzen könnte. Das wäre auch nett, wenn die schon dran ist. So Fahrzeug aus dem Graben rausziehen oder so Sachen. Es wird auch noch ein bisschen spaßige Action. So, einmal abbiegen. Kurz links blinken zum Antäuschen und dann rechts abbiegen. Du da hinten solltest schnell die Fliege machen, sonst fahren sie dich platt. Na, du solltest auch mal verschwinden. Besser wäre das. So, und wir sind wieder in unserer Zentrale angekommen. Schauen wir mal, was als nächster Einsatz kommt. Laufen derweil ein wenig auf dem Gelände rum, weil sonst kann man ja nicht viel machen. Ich könnte hochgehen, aber da gibt es ja auch nichts. Der Grill ist aus. Und Kantine hat zu. Von daher können wir auch gleich hier unten ein wenig in der Sonne umherlaufen. Sonntag, Quark, Montagmorgen um 11.42 Uhr. Es sind noch so viele schöne Fahrzeuge. Können wir alle nicht nutzen. Aber es heißt, es kämen noch mehr Einsätze. Wäre schön. Würde ich mich durchaus drüber freuen. Also ganz viele verschiedene Arten haben wir ja jetzt nicht. Wir haben
eine Ölspur. Bleiben wir der W hier. Jetzt stehen wir nämlich schon unten. Wir haben Achtung, genau die Ölspur. Hilfeleistung. Wir haben Ölspur, den PKW-Brand. Einsatz für PKW-Unfall. Wohnungsbrand. PKW-Unfall mit rausschneiden. Und den Meldealarm. Und dann den LKW, zwei LKW-Brände noch, ja. Sind schon ein paar, aber man hat sie dann halt doch relativ schnell durchgespielt, die Einsätze. Ach, Containerbrand haben wir vergessen. Und brennende, sonstige brennende Dinge. Aber wie gesagt, man hat es relativ schnell durchgespielt. Und, es wäre nett, wenn dann hin und wieder mal was Neues käme. Oder wenn es einfach abwechslungsreicher wäre noch. Ich vermute mal, das geht euch ja ähnlich. Ach so, Ölspur, genau. Ach, da ist die. Wir starten die Mission. Sperren die Straße natürlich auf der völlig falschen Seite ab. Macht aber nichts. Verlasse die Interaktion. Ach so, aussteigen muss ich. Hoppala. So. Nein, das wollte ich nicht. Leuchten wollte ich. So. Gehe zu Bereich. Ich glaube, bis wir die platziert haben, ist er da fertig. Verlasse die Interaktion. Verlasse das Fahrzeug. Das wäre eindeutig gewesen. So, wir legen sie hin. Der da hinten fegt gleich nochmal kurz und dann können wir sie nämlich wieder einsammeln. Was sieht aus, als hätte er eine Leuchte am Helm. So, da ist er mit seinem Besen. Wischi die Wisch. Schon ist alles frisch. So, wir holen die Warnblinker. So. Nehmen wir auf und gehen wieder zum Gerätefach. Und die zwei Haspeln stehen da gefährlich. Weil die Seite ist nicht abgesperrt. So. Rinn damit. Klappe zu. Rolltor sollen wir auch noch schließen. So. Schlauchhaspel zurückbringen. Wir haben sie doch gar nicht abgebaut. Wahrscheinlich, weil wir noch im Fahrzeug saßen. Hoppala. So. Gehe nach Fahrzeugtür. Ne, zu Fahrzeugtür und fahre mit nach Feuerwache. Wer gibt denn da seinen Müll einfach an die Haltestelle? So eine Schweinerei. Einsatz abgeschlossen. Wir konnten das Öl vollständig entfernen. Isso statt Esso. So, blink, blink. Stoppschild heißt eigentlich Stopp. Aber man kann natürlich auch einfach mal durchfahren. Da hat einer Kartons an die Haltestelle gestellt. Was ist denn das hier für eine Stadt? So eine Schweinerei. So, dann sind wir gleich wieder zurück. Unser grüner Fleck. Wenn der mal wechseln sollte, werde ich ihn, glaube ich, vermissen. Schon komisch, dass da die Richtungspfeile in der Fahrspur so als weißes, verwaschenes Ding kommen. Das ist. Wir haben höchste Grafikeinstellungen. Mehr geht nicht.
Und trotzdem. Ich will gar nicht wissen, wie das aussieht, wenn wir nicht die höchsten Grafikeinstellungen haben. Ich verstehe gar nicht, was da andere Spiele so anders machen, dass sie das schaffen. So. Einsatz abgeschlossen. So, und damit sage ich dann nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid dann auch am Freitag wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Notruf 112. In diesem Sinne, tschüss. Bis Freitag.